Ich bin Maxi, ich bin 21 Jahre alt und ich mache die Ausbildung zum technischen Produktdesigner für Maschinen- und Anlagenkonstruktion. Die Aufgabe unseres Projektes war es, eine Steigleiter zu optimieren. Meine Aufgabe von der Konstruktion war es, im 3D-Programm zu schauen, ist unsere Idee so realisierbar? Können wir durch unsere Fertigungsverfahren die Bauteile auch wirklich so fertigen? Dazu habe ich dann natürlich noch die Bauteile, die ich konstruiert habe, anhand unseres Schneidprogramms an die Maschinen gesendet, sodass der Metallbauer sie dann fertigen kann. Als ich die Pläne dann hatte, bin ich damit zu Kilian gegangen. Der Kilian macht gerade seine Ausbildung zum Metallbauer. Als nächstes hat der Kilian das passende Material mit den passenden Eigenschaften und den richtigen Maßen ausgesucht. Und nachdem er dann das passende Material hatte, ist er damit zu unserem vollautomatischen Rohrlaser gegangen, hat sein Rohmaterial eingesetzt und konnte dann anhand meines Schneidplans die Produktion des Bauteils anfangen. Es ist echt Wahnsinn, mit welchen Maschinen unsere Azubis hier arbeiten dürfen. Mit den größten und auch einfach modernsten Maschinen, die man zurzeit bei uns haben kann. Nachdem Kilian dann seine Teile kontrolliert hatte, hat er Hilfe von Paul bekommen. Paul kennt sich bei uns sehr, sehr gut mit dem Blechlaser aus und hat unsere Halter geschnitten. Nachdem die Teile gelasert worden sind, hat sich Paul die Teile genommen und ist zur Abkantbank gegangen. Dort hat er sie dann im nächsten Schritt gekantet, sodass aus einem einzelnen Blechstück der richtige Halter wird. Danach ging es für ihn erstmal in die Schweißerei. Dort hat er aus seinen ganz verschiedenen Bauteilen eine zusammenhängende Baugruppe geschweißt. Und da sieht man einfach wieder, dass wir Azubis nicht nur in einem Bereich geschult werden, sondern verschiedene Arbeitsbereiche sehen und lernen. Als nächstes haben wir dann die Hilfe von Annalena gebraucht. Annalena macht eine Ausbildung zur Fachkraft für Lagerlogistik. Kenne ich jetzt auch schon seit über einem Jahr. Ich bin froh, dass sie bei uns mitarbeitet und uns so tatkräftig unter die Arme greift, wenn es um Sachen Lager, um Sachen von unseren Wagen geht. Annalena hat dann unsere Teile weiter in die Vormontage gebracht. Damit Paul und Kilian sie richtig zusammenbauen können, hat sie natürlich auch die passenden Zugkaufteile hingebracht und sich einfach darum gekümmert, dass die richtigen Teile zur richtigen Zeit am richtigen Ort sind. Als nächstes haben die beiden dann unsere ganz verschiedenen Bauteile zusammengebaut. Um das Projekt abzuschließen, haben die beiden dann noch unsere fertige Baugruppe am Fahrzeug verbaut. Sie haben nach der Montage auch nochmal die Funktion geprüft und einfach nochmal gecheckt, ob auch wirklich alles unserem Qualitätsstandard entspricht. Mich freut es einfach immer, am fertigen Fahrzeug zu sehen, was wir zusammen erreichen konnten. Und ich bin einfach auch froh, dass wir solche Azubi-Projekte öfter haben und ich auch deswegen viel mit vielen verschiedenen Azubis zusammenarbeiten kann.